Danke für die einleitenden Worte. Meine Mutter hätte es nicht besser schreiben können. Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich als Mann von der weißen Tafel, ist heute in der Präsentation auch dabei. Ich habe den ersten schon gehen sehen. Ich weiß, ihr habt schon viel Input bekommen. Und ich habe mich gestern wieder erwischt. Ich wollte eigentlich früh abhauen, dann habe ich doch wieder 4 Stunden gequatscht. Ihr werdet gleich in der Präsentation viel mitbekommen, was ich eigentlich sonst noch so mache. Mir ist eigentlich wichtig, dass ihr im Nachgang in den Action-Modus geht. Dass mir in 3 Monaten irgendeiner schreibt, ich habe einen Podcast gestartet, ich habe einen YouTube-Channel gestartet, ich habe das gemacht. Und da geht es bei weitem nicht darum, dass ihr unbedingt gründen müsst, sondern dass ihr neue Fähigkeiten erlernt. Ich bin jetzt in vielen Projekten mit dabei. New Work ist, ich weiß, als ich vor 4 Jahren über New Work gesprochen habe, da haben mich alle gefragt, was heißt dieses New Work? Heute ist das gang und gäbe, wenn ihr euch Unternehmen anguckt, die jetzt rausposaunen. Wir haben ein neues Office, Open Lounge, Clean Desk, all diese Worte. Wir arbeiten über Cloud-Kollaboration, über Slack, Evernote und Co. Wenn ich jetzt gerade über New Learning spreche, ist das ungefähr der gleiche Effekt. Alle fragen mich, was meinst du mit New Learning? Keine Ahnung. Was ist das? Und das wird jetzt in den nächsten 4 Jahren dramatische Auswirkungen auf euch haben. Egal, was ihr macht, lebenslanges Lernen ist ein Thema. Und das ist jetzt so, ich weiß nicht, ob einer meiner 3 Lieblingsfollower mit dabei ist, der dann immer drunter schreibt, du machst dieses Denglisch immer. Ne? Mal habe ich Deutsch, mal habe ich Englisch. Neue Fähigkeiten hört sich so blöd an. Deshalb verzeiht mir, wenn ich ab und zu so englische Sachen wie New Skills drin habe. Es hört sich einfach irgendwie rattenschärfer an. Dieser geile Typ, also nicht ich, sondern der Kleine, das ist mein Neffe. Leo, der ist jetzt 1 Jahr alt. Warum starte ich damit? Oben links steht Start with Why. Wer kennt Simon Sinek? Wer Simon Sinek nicht kennt, und ich komme jetzt direkt zum Punkt, bevor ihr gleich sagt, mein Gott, Daniel, komm mal ein bisschen runter, red nicht so schnell, was hast du da wieder gesagt? Ihr kriegt alle Slides, die könnt ihr haben, wann, wo, auch wie auch immer, das organisieren wir irgendwie. Wir sehen uns morgen noch im Workshop, ihr könnt mich morgen löchern und im Nachgang, LinkedIn ist so mein Favorite-Tool, da werde ich auch noch drüber sprechen, könnt ihr mich anschreiben. Das ist ein Vorteil von solchen Vor-Ort-Veranstaltungen. Netzwerken könnt ihr auch im Internet, aber ihr könnt euch vorstellen, wie viele mich anschreiben. Kannst du mir mal eben antworten? Ich habe eine Frage, meistens in Mathe, ne, aber manchmal eben auch, hilf mir doch mal eben hier bei dem Podcast und so. Ein Positives ist immer, wenn man bei solchen Veranstaltungen jemanden live vor Ort getroffen hat. Ne, wir haben doch gestern gesprochen auf LinkedIn, dann kann ich sagen, alles klar, hör mal, dieser eine Name mit Start with Why, wie war der nochmal? Simon Sinek. Ich will nicht zu pathetisch wirken, aber mir fehlt so ein bisschen gerade in der ganzen Gründerszene bei vielen dann eben so dieses, warum mache ich irgendetwas? Mein Warum war schon immer Bildung. Ich konnte nicht anders. Ich war immer in der Schule, habe ich schon immer anderen in Mathe geholfen, ne, bei den Hausaufgaben. Keine Ahnung, das hat sich irgendwie so durchgezogen. Mathe war immer irgendwie ein Fokus und irgendwie brennt in mir irgendwas in der Bildung umzuwälzen. Und seit letztem Jahr, ich mache das jetzt schon seit 20 Jahren, ich habe mich eigentlich nie mit frühkindlichem Lernen beschäftigt. Und seit der kleine Piepmatz dabei ist, könnt ihr euch erinnern als Kind, so bis zum 6. Lebensjahr, man ist hingefallen, man hat Fehler gemacht. Am ersten Tag kam schon die Frage, wie ist die Kultur, Fehler zu machen? Ist ja so, ab der Schulzeit ist ja bloß keine Fehler machen, alles immer richtig, schön unterstreichen und dann seid ihr gut. Ne? Und als Kind, der plumpst hin und dann fällst du auf die Schnauze und dann lernst du daraus, auf einmal kannst du gehen, dann drehst du dich rum. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich sag mal so, das ist so das übergeordnete Why dann bei mir. Ich möchte eigentlich zusehen, dass der kleine Piepmatz in 5, 6, 10 Jahren eigentlich eine völlig neue Struktur, nicht nur online, sondern auch offline hat. So, das treibt mich irgendwie jetzt noch mehr an als alles vorneweg. Wer kennt Florian Schwantner? Das ist der Mitgründer von Runtastic. Kennt ihr Runtastic? Die App für 250 Millionen an Adidas verkauft? Ja, Riesending, da geht es darum, ihr habt die App drauf, ihr geht joggen und es wird getrackt, wie lang seid ihr gejoggt, was habt ihr gemacht, es geht um Geomapping, es geht viel um Mathematik. Mit so einem Exit, der hört jetzt auch auf, der macht mal eine Pause, der hat genug gewälzt, ist aber viel in der Startup-Szene unterwegs und der sagt ganz klar, es fehlen Mathematikkenntnisse. Ich will euch jetzt nicht zudröhnen mit Mathematik, ihr müsst euch jetzt nicht hergeben, oh Gott, aus der Schule weiß man ja, da macht man so das Typische, ne? Irgendeine Funktion, so ein Bakterium wächst wieder und der gleiche Scheiß wie immer und Zentralabitur. Ne? Und das Wesentliche eigentlich Strukturen, Muster erkennen, vor allen Dingen Big Data. Also was sind das da, wie analysiere ich? Also ich kann euch nur grob schon mal wieder einen Tipp geben, ihr solltet euch damit beschäftigen, grob so, was ist Mathematik eigentlich? Ja, wenn ich damals in den ersten Videos angefangen hätte, wie toll Mathematik ist, dann sind alle abgeschaltet. Ja, ich habe ja damals angefangen mit, ich bringe dich in 5 Minuten durch die Tangentengleichung. Also, ja, komme ich durch die Prüfung durch. Ne? Jetzt kann ich so langsam darüber reden, was es eigentlich wert ist. Wenn solche Leute rausschreien, wer Mathematik lernt, hat Erfolg, jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, toll. Ja, das hat nichts mit der Mathematik aus der Schulzeit zu tun. Wer kennt ihn? Sollte jeder kennen, jeder sollte sich das, ich mache immer ein bisschen Buchwerbung, ich habe da nichts von, keine Affiliate und nichts, aber die Khan Academy, das ist von Khan geschrieben, die Kurzversion ist, der Typ, ne, dieser smarte Guy, hat ein paar Abschlüsse vom MIT,
war hochbezahlter Hedgefondsmanager und hat dann irgendwann eine Nachfrage von seiner Cousine bekommen. Kannst du mir in Mathe helfen? So, dann hat er der geholfen und dann hat er irgendwann gemerkt, auch es gibt ja YouTube, und dann rate mal, was er gemacht hat. Der hat dann YouTube-Tutorials aufgenommen. Der hat die so mit Tablet aufgenommen, die Kurzversion ist rausgestellt, irgendwie immer mehr haben darauf zugegriffen, hat das auf Englisch gemacht. Hat super Rückmeldung bekommen, eigentlich die gleiche Geschichte, nur die Amis sind ja immer ein bisschen früher dran. So, dann war der halt noch ein smarter Guy im Bereich Programming, hat noch ein Softwareprogramm geschrieben, hat dann noch automatische Vorschläge gemacht. Irgendwann kam Bill Gates, der hatte 4,5 Millionen, ich spule ein bisschen vor. Das ist einer der einflussreichsten Leute im Bildungswesen und der hat ein Buch geschrieben, wo er komplett erklärt, dass natürlich das Schulsystem bisher einen Sinn hatte, so wie es da ist, weil wir mussten ja nur mal Arbeiter produzieren. Jetzt ist alles dreht jetzt gerade durch. Und wenn ihr die Zahl mal lest, die 1000, also Mathematiker vertun sich gerne mit Zahlen. Wir sind in einem Umbruch, nicht wie in 10 oder 100 Jahren oder 200 Jahren, so Printing Press, sondern wie in 1000 Jahren. Ich glaube noch nicht, dass die meisten verstanden haben, was jetzt gerade, also in dem Zeitalter, in der Zeitspanne, wo ihr jetzt lebt, was jetzt passiert. Das hat nicht nur mit dem Arbeiten zu tun, sondern wie, was wir lernen, wo wir lernen, wann wir lernen, wie lange wir lernen, was müssen wir überhaupt noch lernen. Und ich schmeiße das immer raus und das Buch, die Khan Academy, eigentlich müsstet ihr heute bestellen, Amazon, wo auch immer, rein, morgen durchlesen, zack, nach vorne. Das ist wahrscheinlich so, Daniel Jung erstmal, ja, wahrscheinlich, und wenn nicht, zeigt man das Bild, ach ja, Mann vor weißer Tafel. Warum habe ich überhaupt begonnen? Eine kleine Anekdote dazu, ihr seht wahrscheinlich die Parabel, ne? Habt ihr sofort erkannt, ne? Parabel. Ne? Einmal so zum Thema Schulsystem. Jetzt gibt es so viel Wissen im Internet und wenn man quadratische Funktionen hat und Null setzt und Nullstellen ausrechnet, da gibt es ja einmal PQ-Formel oder quadratische Ergänzung. Ne? So, jetzt hat die Lehrerin oder der Lehrer quadratische Ergänzung gemacht, einer geht rein, findet mein Video, lernt PQ-Formel, macht alles richtig, freut sich tierisch, und kriegt 0 Punkte und schreibt mir, du Hurensohn. Nur mal, wenn ihr überlegt, euch preiszugeben, beim Podcast hört man euch nur und sieht euch nicht. Mich sieht man ja. So, und so schön alles ist und was ihr gleich noch für Bilder seht und toll, ne? Dann kommt dann wirklich so, also Hurensohn heißt das, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ne? Hurensohn. Ja? Ich hab eine 6, ich hab 0 Punkte. Ich sage, was habe ich? Ja, ich habe eine PQ-Formel, ich habe alles richtig. Ja, du hast doch alles richtig. Ne? Du musst dir mal vorstellen, da gibt einer vor, du darfst es nur so machen. Und der macht es auf eine andere Art und Weise, aber macht es richtig. Also das ist nur eine kleine Anekdote, wie alles gerade durchflippt. Wie bin ich dazu gekommen? Das war so meine Jugend. Kennt ihr den noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist Telekolleg. Das war früher so sonntags 10.30 Uhr, lineares TV. Ne? Ich so ein kleiner Nerd, ne? Habe ich gemacht, mir den Typen angeguckt, eine Stunde lang mit Schlips und Krawatte, ne? Mathe. Da dachte ich mir früher schon irgendwie, boah, das ist, also, warum gibt es da nicht mehr von irgendwie in der Schule oder sonst irgendwas? Und dann habe ich so meine Schulzeit durchlebt, ich konnte immer nur zwei Sachen, Mathematik und ein bisschen Tennis spielen. Dann habe ich eine kleine Firma gegründet, habe Tennistrainer vermittelt. Ein Tennistrainer hat meistens Sport studiert und dann noch ein anderes Fach, Mathe, Englisch, was auch immer. Dann habe ich so ein kleines Startup gegründet. Vermittlung von Nachhilfelehrern vor Ort. Sehr lokal, nicht das große Ding, 20 Milliarden eingesammelt und hier und Zuckerberg und sonst irgendwas, sondern Geld verdient. Neben dem Studium. So, dann war das so ein Mix aus, Studium, ich hatte so den Klassiker, ne, so du montags morgens 8 Uhr Mathevorlesung, ne, ratzfatz, 20 Minuten, 1000 Tafelbilder voll, du verstehst eigentlich nichts. Dann gehst du in dein eigenes Start-up, verdienst Geld, ist cool, du kannst so deine Visionen durchleben. Und dann auf einmal, so 2006, 7, 8, 9, gehe ich nach YouTube und dachte mir, such du doch mal nach, nicht Katzenvideos oder so, sondern nach Mathe. So. Und dann poppt so ein Typ auf, das ist Gilbert Strang, den kennt ihr wahrscheinlich nicht. MIT, sofort alle Vorlesungen raus, zack, 1,5 Stunden flitzt der durch die Tafel und ich sonntags abends halbnackt am Bett lerne Mathe wie nie zuvor. Ist, kann nicht wahr sein. Nicht, da ist keiner live vor Ort, den müsst ihr euch angucken, das ist der Wahnsinn. So, und das ist so ein Prozess, wo ihr natürlich auch lernen müsst, jetzt passieren in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr Sachen. Wie heute Morgen hat mir einer geschrieben, Daniel, YouTube Trends, YouTube ist nächstes Jahr tot. Naja, klar, ist wahrscheinlich Clickbait, aber was ist, wenn YouTube nicht mehr da ist? Dann kommt irgendwas anderes. Ich habe mir YouTube angeguckt und dachte mir, geil, umsonst hochladen, riesen Reichweite. 1,5 Stunden waren mir ein bisschen zu lang gezogen. Also habe ich überlegt, ich hatte immer so kleine Nachfragen in der Nachhilfe, ne? Immer so punktuell und kannst du nicht heute Abend noch um halb zehn noch irgendwie antworten und das, waren immer die gleichen dummen Fragen und etc. Dachte ich mir, weißt du, was, portionier doch den ganzen Mist, ja, schöne Mathe, in so kleine 5-Minuten-Häppchen. So kam ich da drauf,
Hatte ich da eine Geschäftsidee? Nein. Hatte ich damit irgendwas? Nein. Ich wollte einfach, ne, start with why, ich wollte einfach anderen die Möglichkeit geben, schnell Infos zu haben für Mathe und das in einer Form, zeitgemäß, YouTube, ständig abrufbar, alles ist auf einmal anders. Ich habe 2011 begonnen und 2011 war, da seht ihr Kahn mit Bill Gates, ne, das ist auch wirklich nicht Schwätzerei war, sondern er ist wirklich so einflussreich. Er hat oben rechts diese, er entwickelt zum Beispiel das Tafelbild aus einem schwarzen Hintergrund. Manche fragen mich, warum hast du eine weiße Tafel genommen? Ich habe keine Ahnung, die hing da einfach. Ja, da habe ich mir eine Kamera bestellt auf ein bisschen Revenue, habe die da auch dahingestellt. Und ihr wisst ja, dass ich immer diesen Gang am Anfang habe. Ne? Das wissen wahrscheinlich die meisten. Nochmal auch für alle, warum, ich nehme es auch wieder auf, ich stelle auch das Ding hier noch rein. Ich kann im Prinzip technologisch nichts. Und ich drücke bis heute dann noch, die Mathe-Videos, die mache ich immer noch selber. Ich drücke den Knopf und weil ich den Knopf drücken muss, muss ich dann erst ins Tafelbild gehen. Und wenn ich ja fertig bin, muss ich ja wieder zurückgehen. Deshalb ist dann dieses Lachen und dann gehe ich wieder zurück und dann drücke ich wieder den Knopf. Und ich schneide nicht, weil ich nicht schneiden kann. Das sind alles One-Taker. Also jedes Mathe-Video ist ein One-Taker. Ab, raus, hochladen, weg, YouTube für doofe gemacht. Und gleich gebe ich noch ein, zwei Tools, die wieder für doofe gemacht sind im Podcasting. Könnt ihr sofort starten und raus und weg. So, und da musst du halt bereit sein. Ich habe mich dafür entschieden, mich zu zeigen. Keine Ahnung, ich dachte mir, vielleicht kommt der Bizeps gut an. Jetzt kommt er gut an. Ne? Da schreibt einer, hey, hey Bro, starker Bizeps. Ja. Ja. Also es ist zwar eine Distanz, ne? Aber irgendwo ist doch eine Nähe da. Und dann lächle ich immer in die Kamera. Man hat sich das halt so entwickelt. Und ich habe dann mit einzelnen Videos begonnen und das ist so Thema Fokus und Konstanz. Seit 2011 kommt eigentlich jede Woche ein Mathe-Video. Also zum Thema, wir wollen nächstes Jahr ein neues Facebook und so machen. Ne? Das ist so Beharrlichkeit. Ne? Also das hört nicht auf. Ne? Also wenn, bis ich nicht irgendwie der Zuckerberg oder sonst irgendwas bin und wirklich so richtig abgesichert bin, kommen Mathe-Videos. Und das hat mir natürlich irgendwann erlaubt, dass jetzt nicht alle Videos dahingeklatscht sind, sondern die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Es ist so ein bestmöglichst geordnet in Playlists. Und dann noch so in so Oberkategorien. Also ich habe so das Möglichste gesucht bei YouTube, um es euch einfach zu machen, dass ihr sagt, vielleicht habt ihr ja gleich, ne, beim Weinchen noch Bock, Differentialgleichung zu lernen. Ne, dann geht ihr in die Playlist, fangt vorne an und seid glücklich hinterher. Oder auch nicht. Ich habe es einfach rausgestellt und das ist dann so, ja, Telecollect 3.0, es ist ständig verfügbar. Es ist zum Thema, baut nicht immer zu viel drumherum, noch eine Chatfunktion, noch das, hin, hier und noch ein Feature. Lean. Nur, also Lean heißt ne, ganz schlank, nur die Videos, was kombiniert so ein Video? Das, was tausende von Jahren gut gegangen ist. Einer erklärt euch etwas und ihr seht es auch noch. Das ist einfach perfekt. So, und ich bin ja auch nicht allein, das sind so ein paar Zahlen, die werdet ihr kennen, das ist ja vorhin schon vorgelesen. Ich hätte es nie gedacht, dass das so wird. Ich muss bis heute, ich habe vor 5 Tagen einen Vortrag gehalten, da waren so die üblichen vorne, die haben gesagt, Herr Jung, bei Ihrem Vortrag, der war mir nicht empirisch genug. Mir fehlen so die, ich sag so empirisch, wir sind 10 Jahre erst dran. Es gibt seit 10 Jahren ein Smartphone und seit ein paar Jahren dreht das Ganze erst durch. Was soll ich Ihnen für empirische Zahlen außer die da hinlegen? Also nur noch mal ein paar, die mich vielleicht intensiver verfolgen, wissen es, das Superman-Foto habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwie Prolet bin oder so, das habe ich eine Mutter geschickt. Mit einem Brief. Ich und mein Mann, wir hatten Probleme mit unseren Kindern in Mathe zurechtzukommen, wir konnten uns keine Nachhilfe leisten. Und klar habe ich irgendwo meine Finger auch im Spiel, wo auch Geld fließt. Das sind immer andere Themen, wo fließt Geld, gerade im Bildungsbereich in Deutschland, Europa, sehr, sehr, sehr schwierig. Trotz, dass es ein Milliardenmarkt ist und in den nächsten Jahren positiv durchdrehen wird. Es ist umsonst da. Die Mutter hat geschrieben, wir sind so dankbar, wir können mit unseren Kids lernen. Thema, YouTube ermöglicht es so, Eltern zu erreichen, die die Möglichkeit haben, dadurch mit ihren Kindern live vor Ort zu lernen. Fand ich ganz toll. Seht ihr diese, also ihr müsst euch mal vorstellen, Eltern machen sich solche Mühe, da ist ein Pi-Zeichen, ne? Da in der Mitte, die Kreiszahl. Also da mal drüber nachzudenken, dass du sowas geschickt ist, oder oben rechts ist die RWTH Aachen, unten rechts, vorhin haben mich ein paar gefragt, wie ist das jetzt, gibt es mehr Selfies? Das ist ja eigentlich aberwitzig, dass du Selfies machst mit einem Menschen, der am Ende des Tages Mathematikvideos nach draußen stellt, also Bildung. Ich mache ja kein Beauty, Fashion, Sports oder was auch immer. Und als ich auf dem Skateboard mal unterschreiben musste letztes Jahr, da hatte ich mir gedacht, boah, da ist ein Punkt erreicht, was steckt dahinter? Das ist einfach Brandbuilding. Also wenn eins bei aller KI, was gleich auch noch kommt, was überleben wird, ist ein Personal Brand aufzubauen. Das muss jetzt nicht jeder machen, ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn ihr fragt, in was? Ich weiß es nicht. Was könnt ihr? Vorhin hatten wir über Automotive gesprochen, einer macht was mit Autos, der nächste hat das, testet aus.
ihr seid in einem Zeitalter, bei mir fing es an, wo ich YouTube hatte als Möglichkeit, mich nach draußen darzustellen, etwas anderen mitzugeben. Ihr habt unendlich grenzenlos Möglichkeiten und ein Personal Brand bleibt immer da. Wenn all die Sachen, die gleich auch noch kommen, wenn die abgeschnitten sind von heute auf morgen, dann kann ich immer noch Mathekurse geben. Das wird erstmal noch weitergehen. Dann kann ich sagen, alles klar, ich kann was in Mathe, das kann ich auch vor Ort, dann mache ich mit euch einfach Kurse oder sonst irgendwas. Das ist Brandbuilding. Was euer Brand sein wird, weiß ich nicht. Und es muss jetzt auch nicht sein, dass sich jeder darstellen muss über Instagram oder was auch immer. Podcasting ist eine Riesenmöglichkeit. Ja, das sind so O-Töne, ne? Das ist immer so schön, Jodel. Ich weiß nicht, Jodel werdet ihr wahrscheinlich noch nicht kennen, die Hype-App für Studenten, ne? Da Junge hat mehr Ärsche gerettet und den ganzen, ne? Das ist immer toll, in der Mitte, das ist aus der Schweiz, rechts, ob ich jetzt es gut finde, dass ich mit Justin Bieber verglichen werde, aber ich finde den Hype ganz gut. Ich verfolge da eher, dass da etwas passiert, dass Menschen im Internet Wissen weitergeben, fernab von, ja, sagen wir mal, dem Universum Schule und Studium. Das passiert da draußen und ich bin ja nicht alleine. Ich bin ja wahrscheinlich der Einzige, der immer alle anderen erwähnt. Das ist Eddie Hu, super Typ, der hat zwar eine Krawatte an, aber der ist sensationell. Also ich kann euch sagen, wenn ihr die Mathe-Dinger anguckt, der ist auch von der weißen Tafel, der hat so Spaß und der haut das raus. Es gibt die Klassiker, Professor Spannagel und Lovischach, ihr findet alles in der Mathematik mittlerweile. Es gibt nichts mehr, was es nicht gibt. Die werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Ja, meistens ist es immer so, die dann sagen, Daniel, du bist mir zu ernst, halt endlich deine Hackschnauze, ne? Ich gehe lieber zu den Simple-Leuten, dann kommen halt Animationen rein, ob man das gut findet oder nicht. Aus dem Entrepreneurship-Hintergrund, ihr müsst euch mal vorstellen, die zwei sind zwar auch im Studium, aber haben es geschafft, auf Basis von der Plattform YouTube, durch das Teilen von Wissen wie Mathematik oder eben auch anderem, ein Startup zu gründen. Ja? Die haben jetzt eine App, da gibt es dann wiederum andere Bezahlsysteme etc. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das alles innerhalb von 10 Jahren, das kannst du natürlich in der Schule nicht umsetzen, weil wie willst du Schule einmal jetzt nach 200 Jahren einmal komplett einmal umdrehen, wenn du da anfängst mit YouTube ist ein Geschäftsmodell und bietet euch und dann kommt Instagram, Snapchat, wer ist bei TikTok? Musical.ly früher. Ist irgendeiner bei Musical.ly, TikTok? Keiner? Ist noch immer noch für unter 12-Jährige, ne? Habt ihr meinen, ich weiß nicht, wer mir jetzt auf Snapchat oder Instagram folgt, TikTok hat die Downloadzahlen übertroffen von YouTube, Facebook, Snapchat etc. Ne? Die Welt dreht durch und TikTok sind kurze Videos. Wisst ihr, was ich auf TikTok mache? 15 Sekunden Mathe-Videos mit Musik von Ed Sheeran und Co. Sagen die Professoren, so ein didaktischer Scheiß. Und mir schreibt einer, ich habe in 15 Sekunden Bruchrechnung gelernt. Hier leider keine empirische Untersuchung. Das ist Derek Müller. Doktor der Physik, was verbindet ihr für ein Bild? Doktor der Physik, ne? Nicht ihn hier, ne? Jetzt sind die Leute auch noch cool und etc. Der Typ hat wunderbar, also Science-Videos. Worauf ich hinaus will, ist, der sagt, YouTube ist jetzt nicht als Ersatz für den Lehrer da, sondern es ist praktisch so ein Engagement. Ne? Ihr findet auf YouTube alles. Also wieder so ein praktikabler Tipp, den habe ich auch gestern manchen gesagt. Geht nach, wo auch immer ihr zu Hause seid hier, wo ihr wohnt. Geht auf YouTube, was euch interessiert, TED-Conference, kommt gleich auch nochmal, wo ihr draufgehen könnt. Ihr könnt euch Wissen aneignen, und zwar relevantes Wissen für die nächsten Jahre, fernab von Schule. Wann, fragen mich viele, ich habe doch keine Zeit. Ich wette, ihr habt Zeit. Gleich nach dem letzten Glas Wein, was auch immer, rein, nochmal auf YouTube. Ob ihr das macht, weiß ich nicht. Ich verfolge das auf vielen Konferenzen und spreche und gebe Sachen raus. Und die wenigsten rufen mich 3 Monate später an und sagen, ich habe den Podcast gestartet, ich habe 10 TED-Conferences geguckt und etc. Auf jeden Fall machen es sehr viele weltweit. Und wir sind immer noch in Deutschland, Europa so ein bisschen reserviert. Und er hat jetzt über 5 Millionen und nutzt seine Reichweite als Verantwortung. Was mache ich jetzt mit meinem Channel? Meine Mutter fragt jetzt, Daniel, du veröffentlichst ja deine Vorträge jetzt oder wenn du deine Startups besuchst. Die haben immer so 2.000, 3.000, 4.000 Klicks. Ne? Das läuft nicht. Ne? So, ne? Interessiert noch nicht wirklich einen. Ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Ihr merkt es jetzt, ihr seid jetzt hier im Kern drin, in dieser neuen Welt, Startups, Entrepreneurship, New Skills, welche Fähigkeiten brauche ich, was ist in den letzten 10 Jahren passiert. Ich sehe da wieder Brandbuilding im Internet, nach der Mathe-Fuzzi sollte irgendwie das nächste kommen und ich nehme als Core-Universum YouTube, weil ihr werdet mich sicherlich auf Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok überall sehen, mir sind da die Klickzahlen völlig wurscht, weil hinten dran läuft ein weltweiter Algorithmus und zieht dann irgendwo immer Daniel Jung zuerst mit Mathe und jetzt mit Entrepreneurship, Startups, New Skills etc. Aber als Fokus YouTube. Das ist bei manchen dann, ne, bleib lieber bei Mathe, Daniel. Lass das, ne, weil ich verstehe noch nicht genau, was du damit sagen willst mit, da dreht alles durch etc. Ich mach's einfach.
weil ich verfolge den Markt, ich suche mir die Infos, die relevant sind und sehe, was jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Das ist das Wichtigste eigentlich für euch. Ja? Diese beiden wunderschönen Themen, Exponentialrechnung und Kombinatorik. Da geht ein Herz auf, oder? Ja? Exponentialfunktion, scheiße, oben bei hoch x was eingeben, ich komme immer auf das falsche Ergebnis, die Pflanze wächst. Ne? Habt ihr E-Funktionen? Haben alle E-Funktionen? Ja, Zentralabi und wieder 8 Kilometer Text und wieder Kombinatorik, Dinge kombinieren aus der Stochastik, viele Dinge abzählen, die zwei Sachen in Anwendung, und das ist so, was auch Florian Schwantner sagt, was ist die Mathematik eigentlich in Anwendung? Jetzt in 2018 drehen die Dinge durch. Was heißt, die Dinge drehen durch? Cloud Computing, Storage im Internet, es kostet nichts mehr, ihr könnt euch zusammentun, ihr müsst euch vorstellen, vielleicht nicht 30 Jahre zurück, über 8 Etagen im Computer konnte ein Bild speichern. Heute, das Ding, was ihr in der Tasche habt, das Smartphone, hat so viel Power, ihr nutzt es meistens, um Bilder zu machen, wo bin ich gerade, Story etc. Da ist Wissen drin, da sind Möglichkeiten drin, da ist Vernetzung drin, da sind so viele Möglichkeiten und die Sachen passieren jetzt alle zeitgleich. Wo in den letzten 10, 20 Jahren dann immer irgendwie eine Industrie gekippt ist, kommt jetzt alles zeitgleich und die Sachen könnt ihr kombinieren. Machine Learning, Deep Learning, das ist so eine Unterkategorie aus künstlicher Intelligenz. Jetzt werdet ihr euch ja fragen, mein Gott, wie viele Sachen hast du denn jetzt da? Muss ich mich denn mit allen beschäftigen? Ihr hattet ja das Thema vorhin, Fokus finden. Ihr werdet irgendwann einen Fokus finden. Nur ihr müsst euch übergeordnet halt mit Themen beschäftigen, die jetzt extrem wichtig sind. Robotik. So ein Smartphone ist ein kleiner Roboter, der vernetzt ist mit allen anderen. Das Auto. Ne? Manche Firmen haben es verstanden, außer die Deutschen, die daraus einen Roboter machen, der vernetzt ist. Diese Dinge sind wichtig. Ihr müsst jetzt auch nicht ein Blockchain-Buch lesen und dann Blockchain-Experte sein. Ich muss sagen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wann es kommt. Geht mal auf die Straße und redet mal mit einem über Blockchain. Ja? Aber irgendwie reden immer mehr drüber. Immer mehr große Companies sagen, wir nutzen Blockchain-Technologie. Also nimmt man es grob auf, packt es in seinen Speicher und schaut, wann kommt der Zeitpunkt, wo ich da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen muss. Das da ist mit das Wichtigste, wo ich eigentlich jeder Schule und jeder Uni sagen würde, das müsst ihr den Leuten mitgeben. In kurzer Zeit passiert immer mehr und alles kommt kombinatorisch zusammen. Und ihr müsst in der Lage sein, kurzfristig in Teams zusammenkommen, so wie hier. Vor Ort, dann in der Cloud abspeichern. Habt ihr euch alles Slack runtergeladen? Evernote, habt ihr eine Gruppe aufgemacht? Habt ihr getestet die Funktion? Wenn ihr fragt, was habe ich damit gemacht? Mir wäre es am liebsten, wenn ihr wieder einer, weiß ich nicht, 4 Stück sagen in 3 Monaten, wir sind durch die Slack-Gruppe auf das und das gekommen und haben das und das umgesetzt. Wer kennt ihn? Sollte jeder kennen, ist der Gründer von Alibaba. So. Und all das, was ihr von amerikanischen Konzernen kennt, könnt ihr multiplizieren und dann seid ihr drüben in China. Der Typ, der war früher Lehrer. Ja, der ist dann nach Silicon Valley gehopselt, ne, hatte dann die erste Idee, Hundefutter zu verkaufen. Ist dann gescheitert und dann hat er irgendwann mit 14 Leuten gesagt, jetzt versuchen wir irgendwelche Dinge übers Internet zu verkaufen. Und jetzt hat er Amazon, PayPal, Dropbox, alles in einem unter Alibaba Group. Ein Wahnsinnstyp. Und er sagt es, Bildung muss sich neu orientieren. So, und ihr müsst natürlich jetzt verstehen, was heißt zum Beispiel exponentiell denken? Da hat ja eine Schule logischerweise nie drüber gesprochen. Also wie wollt ihr exponentiell denken? Hat mich letztens einer gefragt, da musste ich selber erstmal drüber nachdenken. Ich kannte jetzt in der Kurzform nur die Antwort, ihr müsst in der Lage sein, in kurzer Zeit Dinge aufzunehmen, nicht bis in die Tiefe, aber grob und dann überlegen, wie kann ich das kombinieren mit anderen Sachen? Wie kann ich mich vor Ort mit anderen Leuten darüber unterhalten? Wie kann ich mich darüber austauschen? Wie komme ich dann in irgendeinem Spezialgebiet in die Tiefe? Es sind natürlich komplett neue Möglichkeiten, die sich jetzt auftun und die immer noch unterschätzt werden. Ich habe jetzt einfach nochmal Self-Driving Car genommen. Ich gucke mir das an, aus meiner Expertise mit Lernen, immer wieder, was bietet ein Self-Driving Car für mich als Möglichkeit eines Lernhubs? Also ihr müsst euch vorstellen, ich muss nicht mehr 1,5 Stunden am Steuer fahren, sondern ich kann Videos konsumieren, keine Ahnung, mit anderen, was weiß ich, einen Kurs machen, im Auto, was auch immer. Andere sagen sich, oh, das wird Advertising, also Marketing sein, da könnt ihr Advertising schalten. Das ist eine komplett neue Welt. Und die findet ihr, diese Informationen, in verschiedenen Büchern, in verschiedenen YouTube-Talks, worauf ihr euch einlassen müsst, wenn ihr auch über Geschäftsideen nachdenkt, welche Märkte ihr euch vornehmt und wie schnell Märkte kippen werden. Also eine Studie sagt, irgendeiner hatte hier S&P 500, die 500 dicksten Unternehmen in Amerika, 75% davon sind in 10 Jahren weg. Punkt, ist eine Studie. Komplett neue Märkte machen sich auf. Worüber müsst ihr jetzt nachdenken? Worüber müsst ihr nachdenken, um in der Zukunft sicher zu sein mit dem, wo ihr in welchen Markt ihr geht? Das ist meine Story von Co-Learning Spaces. Hört sich jetzt total wild an.
Könnt ihr euch vorstellen, wo ich vor 4 Jahren über Co-Learning Spaces gesprochen habe? Vor 4 Jahren, da hat man noch Coworking nicht verstanden. Da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ja so ein bisschen kombiniert aus offenen Lernen und online Lernen. Jetzt müsst ihr euch mich vorstellen, so als visionärer Spinner, und das ist als Tipp, das solltet ihr nicht machen. Also ihr solltet ein bisschen bodenständiger sein. Ich habe mir eine Immobilie angeguckt, 2 Etagen, habe gedacht, boah, so wie so ein Piepmatz, mein Neffe jetzt, der sollte in einer neuen Umgebung lernen. Also nicht mehr einen langen Gang und die großen Klassenzimmer, sondern interaktiv, kleine Räumlichkeiten, große Lounge. Ich das Ding direkt gekauft, voll Rabatz, ne, wie ich bin. Ich wollte nicht, dass mir irgendein Vermieter da reinredet. Ich habe mit dem Architekt rumgezeichnet, habe mir angeguckt, was damals schon im Coworking-Bereich passiert, habe das Ding hingestellt, Firma gegründet, direkt GmbH und Co. KG, volle Luzi, Kosten ohne Ende, ein bisschen grün immer noch hinter den Ohren, alles raus mit den Kohlen, weil ich dachte, ne, das ist die Zukunft. Angeboten, ja, bietet mal vor 4 Jahren Co-Learning Space an. Für Schüler und Studenten gegen 5er im Monat. Ja, genau, ist ja heute noch völliger Quatsch. Was soll ich da drin? Mache ich zu Hause oder irgendwas? Ne? Alles in die Hose gegangen, mit den Mitgesellschaftern überworfen, raus. Kohle versenkt ohne Ende. Das ist noch gleich eine andere Story. Zu wissen, warum sollte ich nicht direkt eine GmbH und Coca gründen? So ein Schwachsinn. Hin und her, Learning Lessons. Ich gemerkt, viel zu viele Projekte auf einmal. Hol mir einen rein, der organisiert das, läuft jetzt unter Coworking, aber gerade für meine Region, ich komme aus Remscheid, Solingen, Wuppertal. 8. Generation. Also Präzisionswerkzeuge. Da fragen sich natürlich die Unternehmer, warum soll ich aus meinen Räumlichkeiten raus und in anderen Räumlichkeiten dann eine Buchung machen und dort einen Tag abhalten mit meinen Mitarbeitern? Wenn ihr jetzt in die Presse geht, wer kennt WeWork? Sollte sich jeder mit beschäftigen, steht oben links, eines der erfolgreichsten Unternehmen weltweit, die machen einfach Folgendes, die bieten Coworking Spaces an, weltweit an 250 Standorten, allein in New York an 30 Standorten in New York. Die haben gerade 500 Millionen eingesammelt und werden jetzt zu einer Software Company. Die haben über 200.000 Mitglieder, da gehst du jetzt rein als kleines Startup, als Corporate mittlerweile, als Freelancer, triffst auf echte Menschen. Ich kann euch nur raten, jetzt im Jahr 2018, unten steht wegrow.com. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr die Zukunft, wie das Lernen für Kids aussieht. Die bieten jetzt allen Mitarbeitern an, wisst ihr was? Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr die mitbringen. Ihr habt die vor Ort, ihr kommt live mit Menschen zusammen, es sind tolle Menschen, es sind Mentoren, es ist Technologie da, die Räumlichkeiten. Wenn ihr euch die Räumlichkeiten anguckt, das ist der Wahnsinn. Da geht das Herz auf. Ich sage immer, Leute, das passiert alles. Ich habe letztens einmal mit einem großen Unternehmen gesprochen, die haben gefragt, was sollten wir denn mit den Schulgebäuden machen? Ich sage, den größten Teil müsstet ihr abreißen und neu aufziehen. Da gucken die mich an, wie soll man das denn machen? Ich sage, es passiert aber von außerhalb schon. Denn ihr müsst euch vorstellen, die Architektur spielt eine Riesenrolle in der Art, wie ihr arbeitet und wie ihr lernt, vor allen Dingen, wie unsere Kids lernen. Ich bin immer noch am Anfang und ihr seht gleich, wie das irgendwie sich mit einem anderen Startup jetzt Connecting the Dots, ne? Also Steve Jobs, wer das schon mal gehört hat, mach erstmal ein paar Fehler und guck mal, wie du es vielleicht verwerten kannst. Das ist meine StudyHelp-Geschichte. Wer kennt StudyHelp? Kennt ihr einer? Die Geschichte war dann so, 2014, ich am Durchdrehen, ne? Die Immobilie mit rein, alles komplett, mit einem großen Konzern gesprochen, der hat gesagt, nimm die Videos vom Markt frei, pack die in ein Haus, wir zahlen viel Geld. Ich nein gesagt, ne? Visionär unterwegs. Da rufen mich welche aus Paderborn an, wir haben eine Idee, Offline-Kurse vor Ort, 3 Tage. Nichts digital, offline, 3 Tage und durch die Prüfung. Hat mit Vision natürlich nichts zu tun, weil es am Ende des Tages ein Produkt ist, wo du sagst, das verändert jetzt nicht die komplette Welt, aber wisst ihr ja eigentlich, was ein relativ entscheidendes Kriterium ist, das ist nicht Venture Capital und Team und etc., das ist Timing. YouTube, 3 Monate früher oder später, vielleicht weg, Facebook, vielleicht 2 Jahre oder ein paar Monate später wäre MySpace vielleicht jetzt oben. Timing ist eine relativ wichtige Sache. Und wenn der Markt nun mal eben sagt, alles klar, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, 3 Tage, um durch eine Prüfung zu kommen, ist okay, weil meine Videos sind ja eh for free da. Und wenn ich im Video sage, pass mal auf, ich will dir nichts aufzwängen, aber wenn du noch in 3 Tagen vor Ort noch mal richtig ne, Luzi machen willst für die Mathe-Klausur, komm doch dahin. 4 Jahre später sind wir an 200 Standorten mit knapp 1000 Kursen. Bumsfalderer. Was kannst du jetzt aus der Struktur machen? Wir haben einen Verlag gegründet, haben Bücher geschrieben. Die Bücher mussten wir nicht mehr groß schreiben. Wir mussten eigentlich nur die Bücher, die bisher, ihr kennt die Bücher, ne? So 350 Seiten Mathematik, ellenlang, einfach genau wie meine Videos, so kurz wie möglich, aber so, dass du ein Verständnis hast. Und tot ist der QR-Code, es lebe der QR-Code.
wenn du nochmal ein Video gucken willst, das passende direkt verlinkt. Ist jetzt nicht, hört sich nicht besonders innovativ an, aber die Daten, die Leute brauchen immer noch etwas zum Schreiben. Ne? Ihr wollt immer noch Papier und etc. Wir sind noch nicht angekommen, alle mit Tablets und alle in der Luft und Virtual Reality und etc., sondern wir haben noch Hefte. Ende letzten Jahres haben wir Geld eingesammelt. Thema, was ist besser? Bootstrapping, also aus eigenem Revenue groß werden oder irgendwann mal Geld einzusammeln. Bildung ist echt ein schwieriges Thema. Und da die Vision da ist, dass man immer noch vor Ort natürlich zusammenkommt, aber anders, haben wir gesagt, wir nutzen unter anderem das Investment, um Lernacademies aufzumachen. Wir haben drei aufgemacht, um zu testen. Du kommst, und jetzt bin ich wieder bei Connecting the Dots. Ich habe ja diesen Co-Learning Space mal gebaut mit der Vision, dass dort Schüler und Studenten zusammenkommen. Jetzt mache ich es mit StudyHelp zusammen. Dort kommen Schüler und Studenten zusammen und helfen sich. Wo ist das Geschäftsmodell? Wir können erstmal Revenue noch nehmen. Wir können ganz schlank sagen, hier werden auf einmal Lehrer zu Coaches. Wie gehst du mit dem Tablet um? Wo findest du Wissen? Das ist speziell für die Schule, wo findest du Wissen? Was für euch wichtig ist, wo findet ihr denn Wissen für Entrepreneurship? Wo findet ihr Wissen, was ihr machen sollt für Brandbuilding etc.? Langzeitvision ist, Zeitalter von reines Wissen vermitteln. Ich stehe hier und gut, ich mache heute Druckbetankung für euch. Ne? So wirklich viel Stoff rein, damit jeder für sich das Beste dann mitnimmt, wo auch immer. Sollte aber hingehen zu Entertaining, Coaching und dann gehen wir in der Phase, jetzt gehen wir in kleinen Gruppen zusammen etc. Es ist in der Schule halt relativ schwierig zu testen, weil die Strukturen so festgefahren sind. Also passiert das von außen. Und bevor WeWork noch größer wird, besteht die Möglichkeit, dass diese Vor-Ort-Academies vielleicht über ganz Deutschland verteilt werden. Wenn nicht, kann man sehen, was man für Erfahrungen rausnimmt. Wenn man eine Grundstruktur hat, ein Grundrauschen von einem Kerngeschäftsmodell, ist daraus alles möglich. Digitale Lernplattform. Ihr habt alle schon von Udacity gehört, oder? Ja? Udacity, Coursera, Udemy, Khan Academy ist die Geschichte for free. Khan ist vorhin Sal Khan, weltweites Klassenzimmer. Er war der Vorreiter. Riesenthema, was ist bezahlt, was ist nicht bezahlt. Udacity, Hintergrund ganz kurz, Sebastian Truhn, deutschstämmig, hat mal die Google X-Abteilung für das selbstfahrende Auto mitgeleitet. Stanford-Professor KI hat irgendwann gesagt, ich gehe jetzt und versuche eine Revolution zu starten im Bereich Universities, alles online. Das heißt nicht, dass auf einmal alles online passiert, aber es ist eine ganz klare Richtung, dass Videos kombiniert werden mit Tests, kombiniert mit Aufgaben und im Chat für letzte Fragen. Und Udacity ist fokussiert auf so Sachen wie zum Beispiel Machine Learning. Das heißt, immer mehr Ingenieure gehen jetzt rein, schießen sich einen Kurs bei Udacity. Die sind ein paar Milliarden mittlerweile wert, geben euch Zertifizierungen. Was könnt ihr mit so einem Zertifikat machen, wenn ihr Ingenieur seid? Ihr habt gezeigt, wir haben uns mit der Zukunft beschäftigt, weil alles ändert sich. Ich kann nicht darauf warten, bis mein Corporate mir sagt, hier ist noch ein schönes Seminar für deine Optimierung, für deine Zukunft. Du gehst da rein, kriegst einen sogenannten Nano-Degree. Also kleine Abschlüsse, Teilabschlüsse, packst die in dein LinkedIn-Profil, 600 Millionen Mitglieder weltweit, LinkedIn werdet ihr von mir noch öfters hören. Ich hoffe, wer noch nicht da ist, geht dann rein und netzwerkt darüber. Und du hast auf einmal in deinem digitalen Pass eine Optimierung und beim nächsten Bewerbungsgespräch, weil wahrscheinlich noch nicht jeder von euch in den nächsten zwei Jahren das nächste Uber bauen wird, geht eure prozentuale Wahrscheinlichkeit, gepitcht zu werden, dramatisch nach oben. Das ist jetzt viel Input, aber das gehört mit dazu, sich selber dann auch öffentlich in einem Profil darzustellen. Facebook, Snapchat, Instagram hin oder her, Spaß, TikTok, die ganzen unter 12-Jährigen, die auf den Betten rumhüpfen, ist okay. Aber das sind ernste Plattformen. Und das ist Wissen, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, der bei Udemy sich einen Coding-Kurs geschossen hat. Einfach, weil er gesagt hat, ich möchte, oder was du es auch? Ihr beide? Ich auf jeden Fall. Okay. Weil ihr euch gesagt habt, ich möchte jetzt, keine Ahnung, eine App entwickeln, ihr tut euch mit zweien zusammen, das Wissen ist da. Ja, teilweise kostet Wissen was. Das ist ganz schlimm, wenn ich mal irgendwo von rede, das Wissen kostet, dann bin ich direkt ein Turbokapitalist, war das Beste bei Twitter. Die Rückmeldung, Wahnsinn, Turbokapitalist. Also den Stoff, den ich for free rausgebe, aber egal. Viele können halt dieses Ganze, was ich mache, nicht einsehen. Kennt einer Moodle? Ah. UI, UX, User Interface, User Experience. Ne? Da kommen halt eben Udacity, Coursera, Udemy dieser Welt, die sind einfach cool, smoothie, easy, da haben Leute nachgedacht, Product-Entwicklung. Und ich habe schon mit vielen Professoren gesprochen, nein, wir bleiben bei Moodle oder OLAD, das ist so eine Geschichte aus der Schweiz. Und weil das ist so toll und ich sage, ihr müsst euch um neue Oberflächen kümmern.
Keep it simple. Wenn ihr, ich weiß nicht, welche Ideen ihr jetzt entwickelt habt und macht, es ist immer noch so, dass so viele Features gebaut werden. Natürlich habe ich auch meine Videos genommen, habe die verpackt, habe getestet, habe Rückmeldungen eingeholt. Ich habe schon immer mit Feedback gelebt und irgendwo kam dann die Rückmeldung, weißt du was, mit dem Ganzen drumherum, mir reicht eigentlich Folgendes, ich habe noch eine spezielle Frage. Und wenn ich eine spezielle Frage in Mathe habe, gib mir einfach eine Antwort. Ja? Da kommt wieder der Hurensohn, warum antwortest du nicht? Ja, da habe ich extra ein Video dafür aufgenommen, warum ich nicht mehr alles beantworten kann. Hab dann einfach gesagt, pass mal auf, ich investiere nicht viel Geld, ich mache einfach auf WordPress basierend eine Lösung und sage einfach, hier könnt ihr euch anmelden, stellt eine Frage, dann stelle ich einfach einen dahin, den finanziere ich wohl vor, der hilft euch dann. Was ist passiert? Immer mehr Studenten haben sich angemeldet, Studenten höheren Semesters, und die haben auf einmal ein Glücksgefühl, wenn die anderen helfen. Plattformökonomie. Das heißt, ich stelle jetzt mit meinem Brand eine Plattform zur Verfügung, wo du eine Frage stellen kannst, machst ein Foto, ihr kennt die Situation, ne? Da ist irgendwie dieses ein, ich weiß nicht, und da, und ich, der Text oder was, da muss ich jetzt ein 8-Wochen-Abo mir buchen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt eine Frage und will die Antwort haben. Also habe ich gesagt, mach's ganz einfach, test es einfach mal. Nach 2000 Leuten habe ich gesagt, holy shit, jetzt machen wir mal die Version. Wenn ihr oben It's a Match lest, woran denkt ihr dann? Ja, hat letztens auch einer geschrieben, ne? Daniel Jung will Tinder für Mathe bauen. Keine Ahnung. Ich habe nicht vor, ein Uber oder ein Tinder oder ein Airbnb, ich schlage das nicht aus, wenn ich in 3 Jahren oder in 5 Jahren ein Spotify für Bildung habe. Ich weiß einfach, was ich aus der Rückmeldung jetzt machen kann. So, und jetzt kommt ein Problem. Wie kommst du an Developer? So, wie bin ich wohl an Developer gekommen? LinkedIn habe ich mir gedacht, könnte teuer werden. Weil das ist schon wieder, ne? Ich habe einfach gesagt, mit meinem Brand rufe ich einfach mal raus, Hilfe, ich habe keine Ahnung von Technologie, ich brauche jetzt aber Coder, die irgendwie Database und aufsetzen und eine App rausbringen Ende des Jahres. Schon haben sich 2 gefunden und damit bin ich beim Thema. Es muss nicht jeder jetzt Coder werden oder Machine Learning. Und wenn ihr dem Philipp gestern zugehört habt, es ist einfach so, ob ihr das macht oder nicht, weiß ich nicht. Ich mache es, damit ich bei der Produktentwicklung mitreden kann. Ich muss ja das, was ich vorhabe, muss ich ja den Leuten mitgeben. Ja, und hatte ich gestern eine halbe Stunde auf der Autofahrt Apache und Django und Python, wo du denkst, du bist in irgendeinem Dschungel und du redest auf einmal über Computersprachen. Ich muss kein Coder werden, aber ich muss zumindest verstehen, was es heißt, eigene Datenbank, weil ich möchte ja auf Dauer in einen Algorithmus gehen, der trackt, wann stellt ihr eine Frage, was ist die häufig gestellte Frage, jetzt ist wieder Mathematik, welche Antwort kommt, wie kann man Lernen personalisieren. Um da mitzureden, und es ist egal, ob ihr CEO werdet, CMO, CFO oder ob ihr Nummer 8 in einem Unternehmen seid, ihr müsst zumindest in der Denkweise sein, was ist dieses Coding und Machine Learning, Deep Learning ist eigentlich noch eine unten drunter. Es kostet euch nicht viel Zeit, in den nächsten Wochen die Dinge einzugeben auf YouTube, Top-Treffer zu finden, was ist verifiziert, ist eine Riesenfrage, aber wenn ihr einen TED-Talk habt oder wenn ihr verifizierte Seiten habt, dann guckt euch das an und seid grob in dem Thema drin. Und ja, ich kann es immer nur wieder untermauern, weil ein paar werden von euch sagen, boah, wann kriege ich eigentlich mein Glas Wein und mein Dinner gleich. Diese Dinge sind wichtig, vom Grobverständnis. Es sind völlig neue Basics, um die ihr euch kümmern solltet und ich packe sie euch alle rein. Unten steht die Schlüsseltechnologie. Manchmal schreibe ich KI, Künstliche Intelligenz, manchmal schreibe ich AI, weil ich dann wieder schnell am Laptop gehackt habe, Artificial Intelligence. Warum ist das so wichtig? Wer kennt AlphaGo? Okay, Schnellversion, Google hat DeepMind gekauft vor ein paar Jahren. DeepMind hat gesagt, wir machen mal Folgendes, Schach ist ja schon durch, ne? Mit einem Computerprogramm, da sind die besten Menschen schon geschlagen. Go ist Schach, 17x17 auf einem Rasterfeld, weiße und schwarze Steine. So viele Züge, dass man vor 2 Jahren noch gesagt hat, in den nächsten 30 Jahren wird es keine Computertechnologie schaffen, dass der beste Go-Spieler geschlagen wird. Bums Valderar, AlphaGo, ich glaube vorletztes Jahr, den besten Go-Spieler zerschmettert. Und AlphaGo hat sich einfach nur Spiele angeschaut. Also da sollte man sich zumindest mit der Story mal drum kümmern. Da schaut einfach irgendein Computerprogramm sich Spiele an und schlägt den besten Go-Spieler bei einem Spiel, wo noch die Experten vor 2 Jahren gesagt haben, das wird in den nächsten 20, 30 Jahren nicht passieren. Ein Jahr später kommt AlphaZero und schlägt AlphaGo 100-0. Die Dinge drehen durch. Und ich sage das nicht, um Angst zu machen, sondern nur, weil die Diskussion starten soll. Wir hatten das gestern schon, man muss über solche Dinge diskutieren. Und ihr seid in einem Stadium, auch altersmäßig, wo ihr da reingehen könnt.
und euch damit beschäftigen solltet. Professor Baukhage und Gerd Leonhardt. Die beiden würde ich vorschlagen, dass ihr da jeweils eine halbe Stunde euch reinzieht. Baukhage ist Chief Scientist vom Fraunhofer-Institut. Super geiles Ding. Gerd Leonhardt ist ein Top-Speaker, der nicht ganz so schnell redet wie ich und es ein bisschen entspannter noch erklärt. Und ihr seid super im Thema drin. Die Kurzversion ist, Daten sind das neue Öl. Und wo alle jetzt gedacht haben, wir müssen Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Was macht ihr mit Daten? Ob ihr selber ein Startup leitet oder in einem Startup sind, ihr müsst die Daten verwerten. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt mit der Computertechnologie, mit der Power, mit dem Prozess in Machine Learning, / Deep Learning, diese Sachen auszuwerten und für euch in irgendeiner Form zu personalisieren. Personalisieren heißt dann nicht nur das nächste Advertising zu machen, Lernbereich, von A nach B kommen, Mobility, da sind solche Sachen möglich und künstliche Intelligenz ist die neue Elektrizität. Komplette Industrie, ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund seht, dieses AI und dann auf welche, jede Industrie wird davon betroffen sein. Und die 75%, die in S&P 500 ratzeln weg, weil sie keine AI-Strategie haben. Wir haben noch niemals eine Abteilung aufgebaut dafür, weil es so weit weg ist. Und das ist unter anderem ein großes Problem der deutschen Automobilindustrie. Wir sind einfach keine Softwaremeister. Wir rufen zwar aus, wir hatten auch das Thema, kann man darüber streiten, aber da passiert gerade durch andere Unternehmen relativ viel. Das ist nicht schlimm, es wird uns immer noch gut gehen und für euch besteht die Chance, dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt. Apropos AI, Robotik, ich habe einfach gesagt, verdammt nochmal, ich kann nicht anders, falls ihr euch fragt, wie viele Stunden hat mein Tag, ich weiß es auch nicht, ich habe schon mehr beantragt. Ich habe mich dazu entschieden, wie kann ich es Kids ermöglichen, nicht dass jedes Kid ein Coder wird, sondern dass es spielerisch an Robotik rankommt und versteht, wie die Welt ist. Wir kommen aus einer Welt der ersten industriellen Revolution, wir sind jetzt im vernetzten Zeitalter angekommen und es gibt schon verschiedenste Möglichkeiten. Ein Projekt ist Open Roboter. Könnt ihr heute Abend reingehen und könnt spielerisch per Drag and Drop programmieren lernen. Einzelne Befehle und ihr könnt auf Dauer könnt ihr kleine Roboter ansteuern. Einfach nur, um zu verstehen, was passiert, wenn ihr eine WhatsApp verschickt. Was passiert bei Datenübertragung? Was passiert ist, wenn, keine Ahnung, irgendwann das Smartphone Räder hat wie Tesla oder sowas? Was passiert da? Das wird euch vom Verständnis her, wenn es dann um Bereich Startup, Entrepreneurship geht, so viele Möglichkeiten geben. Und für mich ist es wieder eine Herzensangelegenheit, weil es wieder kombiniert online und offline. Und ich es versuche, über meinen Kanal auf Dauer nach vorne zu prügeln. Das ist original ein Chart. Das habe ich ausgedruckt und ich hatte nämlich Besuch vom Finanzamt letzte Woche, ohne Spaß. Also es ist das erste Mal, dass ich das Finanzamt lobe, tatsächlich, weil ihr müsst euch vorstellen, nach dem, was ich euch jetzt gesagt habe, geht mal gleich bei einem Glas Wein und sagt mal irgendeinem anderen, was ich mache. Dann bleibt er wahrscheinlich bei Mathe-Videos, ne? Weil der ganze andere Scheiß hin und her und tralala. Damit habe ich versucht und die Dame ist super nett, also wirklich hochlobend, aber die wollten einfach verstehen, was machen sie da eigentlich alles? Da haben wir uns schön in meinem Coworking-Space getroffen, habe ich erstmal erklärt, was hier los ist. Oben rechts für eure Info, das ist die Beratungsgeschichte, die spult die Kohle rein von der Industrie, weil ich dann der Industrie helfe, neue Lernprozesse einzuführen, lebenslanges Lernen, über die Cloud miteinander zum Lernen kooperieren, wie kannst du Mitarbeiterschulungen machen. Links lasse ich meinen Brand laufen, Let's Rock Mathe, weil it's all about Brand Building. Auf Mathe kann ich mich immer wieder runter reduzieren. Ich versuche unten links im Bereich Offline-Lernen meine Fingerchen im Spiel zu haben und dann am Ende des Tages natürlich alles irgendwie zu verwursteln und alles irgendwie so, da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Unten rechts habe ich dann irgendwann eine kleine Beteiligungsfirma gegründet. Das heißt, wenn irgendeiner Focus auf Education und mir plausibel erklären kann, deshalb mache ich das, das ist meine Zukunft, könnten wir zusammenarbeiten? Weil ihr müsst euch vorstellen, ob das jetzt ich bin, das ist jetzt Eigenwerbung, es können auch andere sein. Ihr müsst überlegen, wie ihr Marketing macht. Und zu sagen, ich stehe jetzt da und mache jetzt irgendwie die neue Uber-Plattform für Mathe-Nachhilfe oder was auch immer, dann solltet ihr hergehen mit den einfachsten Möglichkeiten, die ihr heute habt. Instagram, der Daniel Jung antwortet nicht. Snapchat antwortet nicht. TikTok, da antworte ich wahrscheinlich, weil da habe ich nicht so viel Traffic. Ne? Oder ihr wart hier. Wir haben uns doch gestern bei der Startup Academy getroffen. Ich habe das und das. Hättest du Lust, Mentorship mit dabei zu sein? Keine Ahnung, ich zahle in Prozenten oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber das sind ganz einfache Möglichkeiten. Und das hört sich immer so banal an. Aber ich weiß genau, was passiert. 99% werden nichts machen. Die werden nicht ein LinkedIn-Profil anlegen und etc. Und dann passiert das, was schon immer passiert ist. Irgendwann ist alles da. Und LinkedIn wird Einzug finden. Xing werdet ihr vielleicht noch kennen, aber LinkedIn wird drüber fegen ohne Ende. Und nochmal die Sachen zu der Exponentialfunktion. Alles wird in kurzen Zeitabständen passieren. Es geht immer schneller. Es gibt gewisse Sachen, die solltet ihr machen, weil sie
nochmal prozentual die Wahrscheinlichkeit nach oben boosten, dass ihr eine tolle Zukunft habt. Wie organisiere ich mich, ist dann immer eine Frage, könnt ihr euch jetzt vorstellen, ne? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, ne? Außer Vorträge halten, dann gestern 4 Stunden Dauerquatschen. Meine Top-Tools sind Slack, Evernote und Wunderlist. Slack habt ihr sicherlich downgeloadet. Wie ist Slack entstanden? Wisst ihr, wie Slack entstanden ist? Mich interessiert die Story dahinter, damit ihr die Gedankengänge entwickelt. Wer weiß, wie Slack entstanden ist? Okay, Stuart Butterfield hatte Flickr vorher gegründet. Kennt ihr Flickr? Heute in der Presse, ne? Oh, nur noch 1000 umsonst, jetzt ein Geschäftsmodell dahinter, hoch. Ja, er hatte dann im Teambuilding gemerkt, WhatsApp, E-Mails, da ist alles verflogen. Ha, da müsste es eine Team-Kollaborationsmöglichkeit, Slack ist da. Bumsfalderei ist das Ding 10, 15 Milliarden wert nach der letzten Runde und alle arbeiten damit, ne? Außer die meisten deutschen Konzerne, ist ja böse, ist ja amerikanische Cloud, ne? Aber ist ein Top-Tool. Ich frage mich immer, wann baut denn endlich mal ein deutsches Unternehmen so ein Tool und haut es nach draußen raus. Wer von euch kennt WeChat? Die Geschichte hinter WeChat ist, Tencent, die chinesische Telekom, der CEO ist irgendwann hingegangen und hat gesagt, ihr, zweite Reihe, machen eigentlich Gaming Development, ihr macht jetzt Folgendes, ihr baut WhatsApp nach. Daraus ist WeChat entstanden. Heute 1 Milliarde Mitglieder, wird, wenn du nach drüben nach Asien gehst, alles über WeChat. Oder noch größer. Ja? Payment-Prozess, alles drum und dran. Ne? Wir Deutschen, eher nicht. Wir bauen nicht WhatsApp nach, wir meckern um den Datenverlust. Evernote ist sozusagen das Gehirn in der Cloud, das ist ein super Tool, organisiere ich mich in kleinen Teams mit. Wunderlist ist ja von Microsoft übernommen, wisst ihr ja wahrscheinlich. Wunderlist, die 6 Wunderkinder aus Berlin haben das Ding auch mal irgendwann gegründet. Ist einfach so clean erklärt, ne? Ist die To-Do-Liste in der Cloud. Das war so richtig schön clean erklärt. Zack, shares du mit anderen oder selber, wenn du einkaufen gehst, zack, zack, zack. Immer noch Microsoft übernommen, wollte es eigentlich runtermachen und irgendwie mit integrieren, ist immer noch da, Top-Tool, um Sachen abzuhaken. Ja? Ihr möchtet nächste Woche 3 Dinge machen, ja? Ihr kennt das, wo tragt ihr das ein? Irgendwo auf Seite 28. Wunderlist runterladen, vielleicht mit 3 anderen, wir 3 wollen zusammen uns treffen und wollen reden lernen vor Publikum, was auch immer. Story hinter Asana, wer kennt Asana? Asana, das ist so für größere Teams, wenn es wirklich also Slack ist eher so für kleine Teamkollaborationen. Asana, der Co-Founder, ist einer der Co-Founder von Facebook, der im Zuge, wie Facebook immer größer wurde, gemerkt hat, oh, hier müssen wir Tasks einstellen und wir müssen verschiedene Teams über die Cloud leiten, müssen irgendetwas zuordnen. Und so ist Asana entstanden. Ich brauche das nicht zu machen, weil ich nicht so große Teams habe und wie ihr gemerkt habt, keine eigene Company habe, die irgendwie 100 Mitarbeiter hat oder 1000. Aber das sind Tools, und potenziellerweise werdet ihr vielleicht dann eben noch nicht das eigene Startup haben, sondern im Corporate arbeiten, dann sagt man so, ab morgen arbeiten wir bei Asana. Und ihr könnt sagen, ja klar, bin ich direkt drin. Oder Teamwork, oder Slack, oder Evernote. Downloaden, testen, mit ein paar machen. In 3 Wochen schreibt mir dann einer, was willst du eigentlich von mir? Ich weiß überhaupt nicht, was ich daraus lerne. Ihr lernt daraus, indem ihr diese Sachen nutzt, experimentiert und euch vorbereitet auf das, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren arbeitsmäßig und lernmäßig auf euch zukommt. Also wirklich letzte Woche noch, ne? Also das ist wirklich, ich will das gar nicht runterschreiben, was mich dabei interessiert, und da könnt ihr wirklich Geld verbrennen, welche Rechtsform macht ihr, welchen Steuerberater, Finanzen. Mein Tipp ist eigentlich, wir haben gestern mit 3 gesprochen, ich habe mit 3 gesprochen, dass irgendeiner von euch, es fehlt einfach noch an Schulen, es gibt Projekt-AGs, einer hat erzählt, dann macht man das an der Schule. Ja, ist okay, ich frage mich immer, wann wird das in die breite Masse getrieben? Es ist ein Geschäftsmodell dahinter oder beziehungsweise eine Idee. Wo sind die 3? Da, die 3. Ich warte eigentlich darauf, dass ihr in 3 Monaten mir sagt, wir haben die ersten 5 Schulen, die wir irgendwie besser machen in dem ganzen Zeus. Was auch immer, Do-Mode. Fangt an, produziert Videos, helft anderen. Ihr lernt hier heute so viel. Jeder von euch kann heute einen Podcast oder ein Video starten und das Wissen weitergeben. Wer macht's? Wahrscheinlich die wenigsten. Ich kann ja immer nur sagen, es gibt viel Wissen darüber. Ich habe den meisten Kram, habe ich tatsächlich A, erstmal mir selber aneignen müssen und B, ich bin froh, mein Netzwerk, wo ich jetzt weiß, mit wem rede ich darüber. Ihr werdet im Internet wahrscheinlich merken, ich weiß nicht, wenn ihr auf YouTube die Pre-Rolls mittlerweile seht, ne? Immer irgendwie so Multimillionär in einem Jahr, 8.000 Euro die Woche verdienen mit meiner WhatsApp-Gruppe, das und das. Wenn ihr euch Informationen holt, würde ich immer empfehlen, achtet darauf, wie lange sind die denn schon am Markt? Ich könnte euch jetzt auch sagen, hey, ich bin Daniel, ich bin 22, ich habe eine 17 Millionen Umsatzfirma oder von mir aus auch eine 3 Millionen Gewinnfirma. Wie lange
ist das schon da. Ich bin jetzt schon durch zwei Krisen durchgegangen. 2001, ne, da ist die Welt untergegangen, Internetbubble. 2008, 2009, da war auch alles weg. Und 2008, 2009, wo die komplette Welt durchgebrochen ist, war ich im Plus, da bin ich noch gewachsen, weil ich in Education gemacht habe und nicht in einer dicken Blase. So, und ihr solltet euch Leute suchen, die euch Informationen geben. Guckt euch die Vita an. Ihr könnt auf LinkedIn gehen. Ist der vielleicht bei LinkedIn? Wenn ich diese ganzen Pre-Rolls bei YouTube mittlerweile sehe, dann gucke ich mir mal die Namen immer an. Da findest du nichts. Ja? Können wir jetzt auch machen. Ja? Wir drei holen uns ein Lambo oder so irgendwas, den mieten wir uns für einen halben Tag, machen ein Foto und hier, ich mache euch zum Start-up-Millionär oder was auch immer. Seid da vorsichtig und ich bin eigentlich eher daran interessiert, wie kann man solche Sachen, die extrem wichtig sind, und es geht gar nicht darum, dass jeder gründet, sondern dass man die Fähigkeiten erlernt, so zu denken, was ist das, wie ist der Apparat drumherum, dass man in diese Gedankenwelt reinkommt, dass es da mehr guten Content gibt und nicht, ihr werdet schnell reich und verdient schnell Geld. Gegen Geld verdienen sei nichts gesagt. Aber Geld verdienen ist immer eine logische Konsequenz, wenn ihr mit Passion hinter irgendetwas steht. Und wenn ihr wisst, warum ihr irgendetwas macht, wird das nicht wieder zu pathetisch klingen. Aber das sollte der erste Schritt sein. Ich habe mal ein Slide ausgepackt, weil ich habe wirklich eine Zeit gehabt, wenn ihr in mein Zimmer geht bis heute, alle Wände sind vollgeschrieben. Ich habe überall was hin. Ich habe ein Whiteboard, ich habe Papier, ich schreibe wieder irgendwas. Ihr habt wahrscheinlich dieses fantastische Wort, ne? Figma. Habt ihr getestet? Haben das alle getestet? Ja. Super, und bei mir ist es immer so, ich suche mir lieber einen, der das macht. Ich muss schreiben und etc. Und ich habe eine Zeit lang, habe ich Sachen vollgeschrieben. Ich habe Businesspläne gemacht und noch was und Pitchen. Und irgendwann wurde mir mal klar, geh mal wieder in den Do-Mode, also mach mal lieber mal. Sketche vielleicht irgendetwas, entscheide, triff dich mit einem Developer. Sind Techies hier? Ist irgendeiner, sind Informatiker hier im Raum? So richtige Techies, ja, ich brauche euch nächstes Jahr, ne? Ich werde recruiten ohne Ende. Sucht euch, im besten Fall kommt ihr zusammen mit einem Techie, dann mit einem, der mit Finance kennt und einer ist irgendwie visionär. Und dann macht ihr relativ schnell was und testet. Und dann kriegt ihr Rückmeldung, geht es wieder von vorne los und raus und weg und sagt mir nicht, ihr macht nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres launcht ihr die Uber-Geschichte für Weed oder keine Ahnung, was auch immer. Uber für Menschen, keine Ahnung, das ist immer so das Beste. Dann, ich habe eine ganz tolle Idee, ich hab das Airbnb für sonst irgendwas. Geht in den Do-Mode. Und ihr habt wahrscheinlich ja hier auch, Thema Design Sprints, vieles gelernt. Ich gehe gerade im Sprint zu meiner App raus und die App wird natürlich nicht so fancy wie das und das und das sein, weil mir geht es um die eine Geschichte, Mathefrage stellen, Antwort bekommen. Ob ich daraus ein Uber baue. Und wenn mir einer sagt, wo ist Rocket Education? Ja, vielleicht baut ihr das Uber vor mir. Ist mir scheißegal, dann baue ich was anderes. Dann freue ich mich für euch und dann mache ich daraus, und keine Ahnung, Learning Personalization oder was auch immer. Aber das, dieser Speed, da müsst ihr euch drauf einstellen. Und meine Mutter würde jetzt sagen, das ist aber alles so schnell und etc. Das hat nichts mit schnell zu tun. Nochmal, Exponential Growth. In kurzen Zeitabständen passieren mehr Dinge. Und ihr müsst in der Lage sein, in kurzen Zeitabständen das gedanklich aufzunehmen, in der Cloud mit Teams zusammenkommen und vor Ort zusammenkommen. Wer kennt die Zwei-Pizza-Strategie von Amazon, außer mit denen ich drüber gesprochen habe? Zwei-Pizza-Strategie von Amazon ist kein Meeting, hat mehr Leute, als dass ich mit zwei Pizzen versorgt wird. Jetzt kann man drüber streiten, ne? Wie viel isst man. Ne? Vielleicht isst einer von euch zwei Pizzen, dann hockt nur einer im Raum. Ne? Aber das ist wirklich eine Mentalität. Ich krieg's in so vielen Corporates mit, da sitzen dann 30 Leute, dann kommt eine halbe Stunde PowerPoint-Druckbetankung mit Zahlen, ohne Ende. Meta-Analyse, das, hier und schieß mich tot. Ne? Gibt's da gar nicht. Google die Policy, wir machen nur ein Meeting, wenn es überhaupt sinnvoll ist. Vorher wird in der Cloud zusammengearbeitet, abgesprochen. Do-Mode, Action, raus, Prototypen, das Nächste. Nochmal, es hat nichts mit Schnelligkeit zu tun, ganz wichtig, egal was ihr jetzt macht. Ich fände es cool, wenn ihr mir gleich sagt, guck mal hier, ich habe schon eine Website fertig. Ja. Die Frage, ne, die ihr euch stellen müsst, ne, auch die man mir stellt, vielleicht, ne, bumm, platzt mein Herz irgendwann, weil ich so unter Drive bin mit Passion for Education. War es nicht manchmal vielleicht ein bisschen sinnvoller, irgendwo anzugehen? Ich sage ganz ehrlich, es ist super, wenn die Gründerkultur nach oben gepusht wird, aber manchmal ist es gar nicht schlecht, in einem Corporate zu arbeiten, was sich wie ein Startup neu aufgestellt hat. Und viele Firmen, ich habe jetzt da unten Fiesmann hingeschrieben, da gibt es viele andere, die ihr unter anderem auch hier kennenlernen werdet, die sich völlig neu aufstellen. Da kriegst du von Fiesmann auf einmal mit, dass sie eine Abteilung in Berlin haben, über Google Hangouts arbeiten und du sitzt da, krass, das gibt es ja doch in Deutschland, dass du dich völlig neu aufstellst. Remote Working in Workspaces, trotzdem wieder vor Ort zusammenkommen. Wahnsinn.
Wer kennt die App Wish? Ja. Die Geschichte dahinter sollte euch interessieren. Die Entwickler von Wish waren Entwickler bei Google. Also die haben in einem Konzern gearbeitet und haben irgendwann mitbekommen, oh, da tut sich was, einerseits in der Bestellwelt, andererseits, worüber man am besten Advertising macht. Und wisst ihr, wo die ganze Kohle am Anfang für ausgegeben haben, wo die Advertising gemacht haben? Was würdet ihr sagen, bei welchem Unternehmen? Bei Facebook. Komplette Kohle, nicht Google Ads und sonst irgendwas. Sie haben gemerkt, da ist die Attention, da gehen wir rein, so ist Wish groß geworden. Punkt, das ist eine Story, da müsst ihr drüber nachdenken. Ist die nächste Welle vielleicht Instagram-Influencer, weil es nun mal so ist, ob wir das mögen oder nicht? Habt ihr irgendein geiles Produkt, setzt euch heute Abend hin, schreibt 100 Instagram-Influencer an, 10 sagen ja okay, schickt da durch, auf einmal geht's viral. Es ist nicht das Nonplusultra und ihr habt von Optilize ja gehört, welche Power-Möglichkeit ihr habt, über immer noch, ihr habt im Briefkasten da was drin, weil ihr es aufmacht. Aber komplett tickt die Welt da gerade anders. Und da habe ich gleich auch ein Beispiel. Die solltet ihr alle kennen. Ich habe mal eine Auswahl gemacht, Steve Jobs fehlt da. Oben rechts Mark Cuban. Kleine Geschichte, Mark Cuban hat gesagt, wisst ihr, wer in 10 Jahren viel Geld verdient? Die jetzt zum Beispiel Psychologie oder Philosophie studieren. Warum? Weil die Automatisierung so voranschreitet und die Fähigkeiten unter anderem sind, Dinge zu hinterfragen, auszudiskutieren. Das kriegt man mit, wenn man sich mit solchen Leuten mal beschäftigt. Das hört sich jetzt wieder viel an. Mein Gott, 10 Minuten von jedem kleinen Talk mal aufgenommen. Oben links, wer kennt Gary Vaynerchuk? Komme ich gleich mal drauf, weil sollte jeder kennen. Ich gehe jetzt nicht alle ab. Ich meine, ich bin auch ein, ne, also Schiller, Goethe und ne, Jochai, es ist wirklich super. Sollte man auch drüber gesprochen haben. Aber in Abiturklausuren, ich freue mich ja, wenn mal welche von denen da auftauchen und die in Bezug gebracht werden von dem, was ihr vorher durchgenommen habt. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mit denen solltet ihr euch beschäftigen. Gary Vaynerchuk ist eine Geschichte, die ist, ich kann es nur raten, vielen bringt es was, die haben es mir auch gesagt, manchmal ist er vielleicht zu viel, der gibt gerade so unmenschlich viel Gas. Die Kurzversion ist, der hat vor 20 Jahren mal den Weinladen vom Vater hochgezogen von 3 Millionen auf 60 Millionen Revenue, indem er nicht gesagt hat, oh, ich habe jetzt einen Store und ich mache jetzt 1000 Stores, ich mache einfach E-Commerce, ich verkaufe Wein übers Internet. So hat er angefangen und hat auch mit Mailinglist am Anfang noch angefangen. Ist dann glücklicherweise bei Facebook, Uber und Co. früh eingestiegen als Investor und hat 2009, als es ihm eigentlich gut ging, eine Digital Agency gegründet. Müsst ihr euch vorstellen, 2009 hat er gesagt, ich helfe Firmen im Social Media Marketing. Könnt ihr euch das 2009 vorstellen, was da Firmen gesagt haben? Die haben den ausgelacht. Er hat jetzt 1000 Angestellte, weltweit Büros von New York bis Shanghai. Und überall berät er die großen Brands und lebt das Power-Dasein als, ich sag's mal, Influencer und verfilmt sich jeden Tag. Der hat ein eigenes 20er-Team. Warum macht er das? Weil er brutales Brandbuilding macht und hat jetzt gerade einen Deal mit K-Swiss abgeschlossen. K-Swiss hat einfach gesagt, oh, alle tragen auf einmal Sneakers, deshalb habe ich jetzt keine Sneakers an. Aber wisst ihr was, ihr kennt K-Swiss, ne? Aber irgendwie so drüch oder sowas. Ne? Neuer Marketingchef hat gesagt, wir machen jetzt mal Folgendes, wir positionieren uns mit Entrepreneurship-Sneakers. Schnappen sich Gary Vaynerchuk. Was sagt Gary Vaynerchuk? Hey, das sind meine neuen Sneakers. Wahnsinnsapparat. Er berät Riesenunternehmen, gibt Insights raus, jeden Tag. Ihr könnt euch jeden Tag von ihm Infos holen. 2, 3 Keynotes von ihm angeguckt. Ihr werdet ein komplett Wrap-up haben von Marketing über Business Insights, über Entrepreneurship-Aufbau. Kostenlose Infos. Guckt es euch an, wägt ab. Ja, nein, vielleicht. Der ist gerade richtig hype. Must-Watch hört sich wieder besser an, als das musst du sehen. Ne? So, ist ja TED-Conferences, Schulen habe ich gesagt, ihr solltet anstatt eure, wie heißt die Woche immer, Projektwoche, gibt es die noch? Eine Woche TED-Conferences, wenn ihr anfangt jetzt ein Jahr lang TED-Conference zu gucken und wenn ihr euch jetzt fragt, was soll ich denn gucken? Ich weiß nicht, was ihr mögt. Biologie, Chemie ist ein Riesending, weil früher Verbrennungsmotor, jetzt ist die Batterie unten beim Tesla. Chemie ist eine Riesensache. Gebt es ein, TED daneben, ihr werdet relativ schnell einen Strom finden in eurem Interesse. Das sind die besten Talks weltweit. Ich mache einen kurzen Wrap-up. Scott Galloway hat Rieseninformationen. Der hat das Buch davor geschrieben. Google, Amazon, Facebook, Apple. Um zu verstehen, was darum passiert. Was damals mit der Öl- und Bankindustrie passiert ist und warum sich jetzt alles auf diesen Plattformen neu auftut und welche Möglichkeiten ihr habt. Impact Theory. Oben rechts seht ihr ganz rechts Tourbillon. Tourbillon war irgendwann irgendwie so ein bisschen so, ist dann fett geworden und hatte keinen mehr. Neu aufgeschaltet, Milliarden-Company im Nutrition-Bereich gegründet.
und hat jetzt die besten, coolsten, interessantesten Leute immer im Talk. Zwei Talks geguckt, ohne Spaß. Die ersten 5 Minuten, da geht das Herz auf. Solche Sachen zu gucken, ich sage immer, die Schulen, ist alles da. Ihr müsst einfach nur mal sagen, wir machen jetzt einen Tag, gucken wir Impact Theory. Mega interessant, der eine sagt, der ist langweilig, der nächste sagt, der war interessant. Ihr findet wieder euren Strom. Gary V, darunter läuft Gary Vaynerchuk. Wenn ich, ja, ich gucke auch noch Filme, irgendwann, ne, dann ist so Amazon Prime, natürlich packe ich rein. Wer hat den Film The Founder geguckt? Guckt den Film The Founder, ein Tipp für Entrepreneurship, ist die Geschichte von Ray Kroc. Wer kennt Ray Kroc? Der hat McDonald's hochgezogen. Die Geschichte ist Wahnsinn. Und der war nicht 20 oder 30 oder 40, der hat mit 50 angefangen, der hat Mixer verkauft. Und ihr lernt in diesem Film, wie er sich verschiedene Sachen anguckt, wie er zuerst mit den Brüdern eine kleine Beteiligung hatte und dann gemerkt hat, oh, die bringt mir gar nichts, und dann etwas Neues gründet und zur Immobilienverwaltungsfirma wird. Ja, McDonald's verkauft keine Burger, sondern ist eine Verwaltungsfirma. Aus so einem Film kann ich immer nur raten, solche Filme zu gucken, weil ich daraus dann was mitnehme. Wenn ich also einen Film gucke, sowas. Falls ihr irgendwelche, ich weiß nicht, die Top 4 Tipps oder so von Filmen braucht, schieße ich dann raus. Ich fand das Bild gar nicht schlecht. Ihr kennt das aus der Schule, ihr habt eine gewisse Anzahl an Büchern, die ihr durchnehmt. Ich war froh, als irgendwann meine Lehrerin was anderes genommen hatte, außer dem Lehrplan. Und das war damals der Club der Toten Dichter. Ich weiß nicht, ob ihr den Club der Toten Dichter gelesen oder gesehen? Super, 87, ne? Da ging es schon so ein bisschen um, ne? Robin Williams spielt da so Wahnsinn. Ich lese jetzt, falls euch das interessiert, so circa 2 bis 3 Bücher pro Monat. So, hört sich jetzt toll an. Es ist wirklich so, wenn ihr nachschaut, alle, die da oben so rumschwirren und irgendwas machen und ein Fingerchen filmen und lesen viele Bücher. Machine Platform Crowd ist eine Geschichte, da lernt ihr, das ist ein aktueller Bestseller von wirklich 2 richtig coolen Leuten. Machines, wir sind halt im 2. Maschinenzeitalter und Maschinen lernen, das ist Fakt und da sind viele Beispiele drin. Plattform, wir leben in der Plattformökonomie, das ist wichtig für eure Gedankengänge. Und was ermöglicht die Crowd? Könnt ihr euch vorstellen, ich, ja, also ich bin ja steinalt eigentlich schon, ne? Ich bin fast 40, ich musste, um an Informationen zu kommen, in den Bus steigen und in die Bibliothek fahren. Das war Müll. Ein scheiß Suchsystem, um an ein Buch zu kommen, was ich nicht wollte. Ihr könnt heute euer Handy zücken, sofort an Informationen kommen und in der Crowd zusammenkommen und sofort Sachen umsetzen. Es passiert leider noch nicht. Ne? Hashtag DoMode. Warum macht ihr nicht mehr daraus? Dieses Buch ist eine Empfehlung. Rich Dad, Poor Dad, das war damals für mich, ich habe es bei manchen auch schon gehört, Finanzen war immer das Übliche, ich hau das hier einfach mal raus. TED Talks, das heißt eigentlich The Art of Public Speaking. Der Co-Founder erklärt da die Reise und gibt viele Beispiele. Und eine Fähigkeit wird für euch sein, ich wollte es eigentlich am liebsten heute machen, dass ich einen nach vorne hole und ihr sprechen lasse. Wo war die Geschichte? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Jedem gebe ich immer den Tipp, kommt in kleinen Gruppen zusammen, am besten morgen noch. Und pitcht irgendetwas. Von mir aus morgen im Workshop machen wir es. Ich hole einen nach vorne. Kennt ihr das, wenn du aus der Schule rauskommst, du hast am meisten Angst vorm Tod und vor Leuten zu sprechen? Schweiß gebadet schon, wir haben morgen einen Vortrag und müssen Referat halten. Trockener Mund und etc. Ich kann euch nur eins sagen, lernt zu reden. Ihr werdet, nochmal egal was ihr macht, ob CEO oder Angestellter, in kleinen Teams vor anderen sprechen müssen. Pitchen heißt nicht immer, ihr müsst eine Idee pitchen und 50 Millionen einsammeln. Pitchen heißt auch, Probleme angehen, in kleinen Teams durchsprechen und seine eigenen Sachen in kurzer Zeit deutlich machen. Kennt ihr das, wie viele stundenlang reden, so wie ich? Ja, aber ernsthaft, wirklich ein konkretes Problem und das in kurzer Form rübergebracht. Ich bin Elon Musk Fan, die Biografie liest sich wahnsinnig. Crushing ist von Gary Vee, da lernt ihr unheimlich viele Beispiele rund um Marketing, neue Tools etc. Ich poste zwischendurch auch immer den ganzen, ich habe sogar eine extra Seite angelegt. Ich gebe euch morgen den Link und dann könnt ihr selber entscheiden, ja, die Bücher sind geil oder nicht. Ich muss euch nochmal die Volldröhnung geben. Rechts ist Amazon im kleinen Kreis vor einem Jahr und im großen Kreis jetzt. Links ist der kleine Kreis alle großen Retail-Brands vor einem Jahr und der etwas größere Kreis dieses Jahr. Amazon hat innerhalb von einem Jahr die Marktkapitalisierung verdoppelt. Das heißt jetzt erstmal nichts. Kann ja von 100 Euro auf 200 Euro sein. Ne? Aber die sind ja jetzt sogar noch oben drüber. Ne? Die sind ja jetzt Billionen. Ne? Die haben den kompletten Wert von allen großen Brands
mal eben in einem, das müsst ihr euch mal vorstellen, was da gerade los ist. Ich habe jetzt Amazon genommen, Microsoft, Apple etc. gehören auch dazu, Baidu, Tencent, ByteDance, Alibaba. Mit solchen Sachen solltet ihr euch beschäftigen. Ihr solltet zumindest mal gucken, was machen die da alle? Uber, Netflix, Tesla. Netflix, kennt ihr die Geschichte von Netflix? Kurze Dröhnung. Blockbuster, also nicht Blockbuster, ein Riesenfilm im Kino, sondern Blockbuster hatte 1000 Filialen in Amerika. Da konntest du vor Ort hingehen und DVDs aus, früher noch Videokassetten. So, ne? Und Blockbuster hatte Studien und die haben im Executive Team gesessen, haben gesagt, das wird bleiben, weil die Leute stoßen aufeinander und lernen sich kennen. Das war ein Executive Meeting. Und dann flog Reed Hastings, Gründer von Netflix, ziemlich am Anfang, so Anfang der 2000er, zu Blockbuster und hat gesagt, wir machen für euch Folgendes, wir bauen für euch einen Online-Markt auf. Wir versenden DVDs über online. Der wurde rausgelacht, rausgejagt, gesteinigt. Blockbuster ist pleite. Netflix ist eine Technology-Firma. Ja? Die machen nicht Streaming, die machen KI-driven Technology und machen für euch personalisiert. Wer nutzt Netflix? Nee. Ja. Keiner Blockbuster. Ich könnte euch geschehen. Kennt ihr noch Kodak? Kodak ist der Erfinder der Heimfotografie. 160.000 Leute Mitte der 80er. Ja, Kodak hätte eigentlich Instagram rausbringen müssen. Ne? Aber ihr könnt euch vorstellen, wie die in Teams zusammensaßen. Ist weg. Das Ding nimmt jetzt an Speed auf und dann solltet ihr euch mit beschäftigen. Heiße Themen, Voice. Flo, haben wir? Ach du Schande. Voice ist ein Riesenthema. Podcast ist nur der Anfang. Voice. Wer hat ein Amazon Echo zu Hause? Google Home oder Apple Pod? Also diese Google Home, ja, Apple ist wahrscheinlich noch tot. In Amerika rast das nach oben. Wir werden auch alle Befindlichkeiten ablegen. Eine völlig neue Jobwelt ist Voice UX. Das heißt, was man jetzt noch als User Experience auf einer Website hat, wie du dich durchklickst und wie du schön durchkommst, geht jetzt los, wenn du mit Alexa redest. Das heißt, du willst ja zum Erfolg kommen. Du willst ja sagen, mein Kühlschrank ist leer, kauf mir bitte das Neue. Oder die kauft von selber. Oder du redest mit Alexa, wie ist das Wetter, wie ist mein Terminkalender. Diese Welt, die sich da auf Basis von Voice auftut, ich kann euch nur eins sagen, die Kurzversion, geht, tippt Voice ein, Podcast, whatever. Zum Thema Podcast, damit ich das nicht vergesse, Anchor heißt die App. Ich werde es morgen nochmal sagen. Wer einen Podcast erstellen möchte, der Welt was mitteilen will, einen Brand aufbauen will, Anchor-App runterladen. Anchor-App völlig for free. Wenn ihr einen Podcast aufnehmt, wird auf Spotify, iTunes, Google Play Store, überall for free rausgegangen. Ich gehe da rein, weil es für doofe für mich gemacht ist. Ich muss kein Team aufstellen. Ich kann einfach reinsprechen und einen Podcast aufnehmen. Robotics, Health and Biotechnology, Health Education. Die nächsten großen Industrien, die kippen, nach Automotive wird Health and Education sein. Ich bin natürlich froh, wenn von euch Rocket Education etc., wer weiß, was wir mal zusammen machen oder erstmal competitive sein, schauen wir mal. Aber da ist ein Riesenmarkt, der ist noch schwierig, aber es wird wahnsinnig groß. Und ihr müsst diese Sachen nochmal, ihr müsst sie kombinieren. Self-Driving mit Education ist wahnsinnig. Das ist das neue Ökosystem, es ist weder online noch offline. Ihr werdet komplett mal remote arbeiten, mal vor Ort. Vielleicht werdet ihr 3 Monate in Shanghai wohnen, was auch immer. Die ganze Welt dreht durch. Präsentieren, vortragen, pitchen, nochmal. So eine Kurzauflistung für relevante Fähigkeiten. Dinge hinterfragen, diskutieren, Cloud-Kollaboration. Und ganz unten, ja, ich habe wieder Englisch genommen, so hier, be a practitioner, ne? Macht was, startet irgendwas. Ne? Und wenn ihr heute YouTube Trends gelesen habt, dass YouTube dann nächstes Jahr tot ist, keine Ahnung, dann macht einen TikTok oder was auch immer, testet. Ihr lernt daraus, aus diesen Sachen. Es ist nicht mehr umzukehren. Es ist wie damals, als dieser Kasten kam, wo man Bilder gesehen hat, Fernsehen. Da haben auch ganz viele gefragt, aber wir haben noch so einen Kasten, da kommen Stimmen raus. Ne? So, 70 Jahre später dreht alles durch, jetzt geht es schneller. Innerhalb von 10 Jahren ist einmal alles... Die eine Fähigkeit, ich bin durch. Es gibt eine Studie, ich habe den Link auch, den werdet ihr haben, müsst ihr euch nicht aufschreiben. Die eine Fähigkeit ist Überredungskunst, Überzeugungskunst, Quatschen, Kommunikation. Bei aller KI und Technology lernt reden, lernt quatschen. Ja, nicht in dem Speed wie ich, sondern miteinander. Überzeugt andere von eurer Idee. Überzeugt andere von Sales. Ja? Überzeugt andere von was. Die KI wird noch nicht für euch die Sales-Driven-Maschine sein. Ihr werdet noch an den Hörer gehen, was auch immer. Ihr werdet vor Ort zusammenkommen. Ihr werdet netzwerken. Und deshalb bin ich auf so vielen Veranstaltungen. Und deshalb war ich gestern schon da. Deshalb bin ich morgen da. Weil ich habe schon immer aus der Live-Interaktion am meisten mitgenommen. Und ich hoffe,
dass viel mit dabei ist. Es ist nicht für jeden alles. Der eine pickt sich Voice raus, der andere pickt sich, was weiß ich, Brandmarketing raus. Cool ist es, wenn ich nur einen erreiche, der das und das macht und auch umsetzt. Löchert mich gerne gleich noch. Ich bin heute den ganzen Abend hier und für morgen für den Workshop. Da gehen wir echt mal aktiv live rein und ich sage euch, wie ich so mein Networking auch gestalte. Also wirklich Tipps von vornherein, live ins Internet, live in meinen LinkedIn-Channel rein. LinkedIn werde ich morgen ein bisschen brutal forcieren. Kurzversion nochmal 600 Millionen Mitglieder, B2B-Maschine Nummer 1, für euch der absolute Boost. Danke fürs Zuhören.